Servus, grüß euch und hallo, schön, dass ihr da eingeschalten habt in unserer Cocktail-Ecke für alkoholische Getränke hier bei etza.online. Heute mit einem Negroni. Dieses 1926 in Paris entstandene Rezept wurde angeblich für den italienischen Grafen Camillo Negroni entwickelt. Ihr benötigt hierfür 30 ml Campari, 30 ml Pun Emis, roter Vermont, 15 ml Gin, eine Zitronenzeste und zu guter Letzt Eiswürfel. Kommen wir zur Zubereitung. Ein Rocksglas bis zum Rand mit Eiswürfeln füllen, die Zutaten in das Glas geben und mit einem Barlöffel umrühren, bis das Glas beschlagen ist. Die Zitronenzeste darüber ausdrücken und mit in das Glas geben. Fertig!